Willkommen zurück zum nächsten Teil. Let's verwirr alle Anwesenden hier mit doppelter Scheinklitisschaft und so weiter. Und jetzt mit Oppenbot verarsche. Schauen wir doch mal, wie kriegen wir ihn denn hier veräppelt? Wir geben ihm einfach mal irgendeine Tasche. Ist nämlich wurscht, ist eh mal die falsche. Hier! Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen, Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich, Porzellan? Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also wieder raus. Und runter. Zur Rezeption. Der arme Pelikan hier. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. So. Genau, wir gehen jetzt zurück hier in Docs Zimmer. Hey Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell... Was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh so? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst... Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, wo ist er hin? Weg. Vorwärts, aber Dalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben Sie Ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier.
Pulsader-Ragu! Hey! Halt! Stehen geblieben! Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Pulsader-Ragu! Nicht doch! Das ist eine Verwechslung! Was machst du denn hier? Oh oh. Hey, komm zurück! Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Das geht auch. Und zwar, indem wir hier. Natürlich ein Minispiel, ne? Indem wir jetzt hier reingehen. Dann hierhin. Dann hier runter. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Und dann hier. Glaube ich. Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler! Hiya! Aber meine Jahre! Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unserer Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach Ihnen. Das macht er gar nicht so schlecht. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Boso und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Wer später bremst, ist länger still. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt.
Rufus. Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. So, und hier sind wir endlich an Bord des Organon-Kreuzers in Cletus und Golds Luxuskabine sozusagen. Der eigentliche Luxus besteht darin, dass sich das Bett automatisch ausfahren lässt. Ansonsten, was kann ich hier sagen? Ich habe ein bisschen Angst, dass durch alles, was ich sage, ich hier so ein bisschen die romantische Szene zwischen Rufus und Cole ein bisschen zerstöre, weil die beiden haben ja tatsächlich im wachen Zustand nicht allzu viel Screentime, wie es beim Film heißt. Ich glaube, das lässt sich ja auch auf Computerspiele übertragen, da gibt es ja auch einen Screen. Und durch den guckt ihr gerade in diese romantische Szene und wenn ihr euch geschickt anstellt, dann gibt es gleich die Bettszene. Bekomme ich doch glatt einen Frosch im Hals. Genau. Es gibt eine Methode, wie man halt tatsächlich die Bettszene zwischen Rufus und Cole auslösen kann. Die USK, hat sie nicht gefunden, deswegen sind wir auch nicht ab 18. Also gebt euch ein bisschen Mühe, denn wenn ihr die Bettszene getriggert habt, die versteckte, dann kriegt ihr als Achievement halt ein Item. Benutztes Kondom. Ein Item, mit dem man halt nachher auch den Leopardenmodus freischalten kann. Also, gebt euch Mühe. Das ist doch totaler Bullshit, was der da labert. So, was können wir jetzt überhaupt jetzt alles angucken? Ein Knopf. Können wir nur drücken. Abdeckung. Können wir nur drücken. Ein Schrank. Können wir nur drücken. Können wir nur drücken. Können wir nur drücken. Den können wir angucken. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen. Du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Ja. Achso, warte mal. Hier können wir noch gucken. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Den Schrank können wir aufmachen. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. So, den Brieföffner können wir nehmen. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. So, wir machen natürlich alles, nur nicht das Bett. Wir nehmen jetzt nämlich den Brieföffner und popeln damit am Klimaschacht rum. Na, das könnte funktionieren. Eindeutig ein Klimaschacht, kein Müllschacht. Hey, mit diesem Spezialwissen fühle ich mich schon fast wie ein echter Elysianer. Rein da. Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Wow, was ist das alles für Zeug? Hier? Wow, was ist das alles für Zeug? Wow, was ist das alles für Zeug? Und hier. Wow, was ist das alles für Zeug?
So, dann das da. Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Den nehmen wir mal mit. Knopf wieder drücken. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Ja. Den können wir auch benutzen. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Genau, erstmal einstecken. So, jetzt benutzen wir den mit denen. Perfekt. Es geht doch nichts über atmungsaktives Schuhwerk. Und den mit dem. Jetzt sind es Mokassins. Ja. Hier. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. So, jetzt drücken wir hier drauf. Genau, und klettern hier. Warte mal, können wir uns das Bett angucken? Ja. Oh Junge, das wird der Hammer! Oh Goal! Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick. Aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte. Ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. So. Jetzt gehen wir hier rein. Das muss der Computerkern sein. Und lass mal Poki hier was erzählen. Ja, wie ich das schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Besonders welche, die quasi in Computerkernen spielen, wobei der Computerkern hier ja eher so an so eine Disco-Kugel erinnert. Das hat alles Methode natürlich. Oh. Ist euch eigentlich hier schon das Organon-Logo auf dem Fußabtreter aufgefallen? Ja, guck mal drauf. Der Organon und sein Logo. Ja, aber das wollte ich ja gar nicht sagen. Was wollte ich denn erzählen? Genau, die Minigames. Ganz, ganz großen Respekt an die Christine aus unserem Scripting-Team, die hauptsächlich für die Umsetzung der Minigames zuständig war. Die Christine ist quasi neu ins Team gekommen und wir waren uns nicht sicher, ob sie sich nicht vielleicht überhebt, als sie immer wieder betont hat, nee, ich schaff das, nee, kein Problem, kriege ich hin. Alle Minigames. Nee, sollten wir dir nicht vielleicht wieder ein paar davon abnehmen oder brauchst du nicht Hilfe oder können wir das nicht irgendwie aufteilen oder, nee, gar kein Problem, ich mach das.
super, nee, wird. So, und es gibt ja unendlich viele Sachen zu testen an solchen Minigames und unglaublich viele Schwierigkeiten, die da auf, aber einfach so durchproduziert. Krass. Ah, und dann hat sie noch den Bug im Minenlabyrinth in Teil 1 behoben. Das hat sie auch noch so gemacht. Irre. Spoiler, Poki spoilert schon mal ein bisschen. Denn das kann er am besten. So, wir schütten jetzt mal einen Kaffee auf die Fußmatte. Hoppla! Was zum meine Herren? Wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ja. So, wir können das Bett nochmal ansehen. Na, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir nehmen den Lattenrost. Ach, das ist ein Lattenrost. Und ich, Trottel, habe mein Leben lang auf rostigen Latten geschlafen. So, nee. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Achso. Genau. Dann drücken wir hier. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! So, Moment. Genau, warte mal. Wo ist denn hier? Da, das Ding. Das Ding drücken.
Ich habe ihn auch ohne Waffe zur Strecke gebracht. Boah, im Grunde müssen wir jetzt eigentlich bloß noch den Bettknopf drücken und weg ist er. Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Schweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Haha. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall raus. Ich hab's eben gerade schon zu meinen Kollegen hier gesagt, ich bin ja ein Arsch. Manchmal bin ich auch einfach ein Arsch. Besonders dann, wenn es darum geht, dass ich halt Hintergrundzeichnern 6 Screens als ein Screen verkaufe. Im Endeffekt doch 6 Screens machen müssen. Abgerechnet wird nur einer. Und dann, also für diesen Screen hier und alle nachfolgenden, die werde ich jetzt nicht alle nochmal einzeln kommentieren, das könnt ihr euch sowas von der Backe kratzen. Oh Gott, bin ich ein Arsch. Da hasst mich auch der Alex, einer meiner Skripter hier aus dem Kernteam von Deponia und von Harveys Neue Augen auch schon. Der Alex, der Russe, der musste hier in kürzester Zeit, weil diese Hintergründe mit als letztes fertig geworden sind und die Animation dazu entsprechend auch erst später, musste er halt die Logik hinter diesem kleinen Labyrinth-Rätsel, das euch jetzt hier erwartet, skripten. Und da gab es so unendlich viele Zustände zu beachten. Und andauernd musste er wieder zu den Grafikern rennen, weil ihm aufgefallen ist, dass es doch noch eine Animation mehr zu machen gab, weil die halt theoretisch auch möglich ist. Dabei ist das Rätsel so einfach und so logisch. Ich mochte es. Ja, ich glaube, mittlerweile mögen wir uns auch wieder. Also er spricht zumindest wieder mit mir. Und bewirft mich auch nicht mit spitzen Steinen. Also, alles gut, oder? Ja, was können wir uns denn hier angucken? Hier lang, da lang, dort lang oder ganz woanders lang? Doch schon mal gesehen. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Genau. So, da wir hier im Kreis laufen und keinen Plan haben, was wir machen sollen, nutzen wir jetzt den Kaffee mit dem Fußabtreter. Jetzt zum Computerkern. Benutzen jetzt den Kaffee mit dem Putzibot. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Und den Brieföffner mit dem Putzibot. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Ruffuel Ruvbrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. So, wir gehen wieder zurück in die Kabine und holen uns mal einen neuen Kaffee. So, und da wir jetzt in den Computerkern müssen wir quasi eine Spur von vor unserer Tür hierher finden.
Sprich, wir müssen den Putzibot jetzt hierher locken. Das machen wir so. Und jetzt können wir ihn nämlich verfolgen. Hey, was tust du da? Ja. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Nee, das war doch... Hä? Moment. Das hab ich jetzt falsch gemacht. Also nochmal. So, dann den Kaffeebecher mit dem Putzibot. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. So, you know. So, der musste voll sein. Ah, okay, jetzt dann nochmal. Es war nämlich mehr hinten drin. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Nee, Moment. Ich glaube, die Spur ist nicht lang genug.
Danke, ich hab noch. Na dann, jetzt nochmal. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Danke, ich hab noch. Na dann. Der hinterlässt immer mehr als vorher. Danke, ich hab noch. Lass das! Keine Frage. Ja. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ja, irgendwas mache ich hier noch falsch. Wir speichern mal und machen im nächsten Video weiter. Aber ihr habt gesehen, worauf es hinausläuft. Also wir müssen ihm so viel Kaffee da hinterlassen, dass er quasi vor sich her putzt und hinter sich gleichzeitig wieder dreckig macht. Kriegen wir noch hin. Im nächsten Video. Bis gleich.